Und wenn dieses Video online kommt, bin ich mir sicher, dass wir Mitte Juli haben. Hola ihr Süßen and welcome zu meinem Abi-Vlog. Das ist nicht so ein komischer Streber-Abi-Vlog mit ich fange jetzt hier 4 Monate für meine ersten Abi-Prüfungen an zu lernen. Das wird nicht passieren. Ich nehme euch mit, wenn ich lerne. Ich sage euch aber auch ehrlich, ich werde nicht viel lernen. Ja, also Lerntipps gibt es hier nicht, weil wir versuchen da irgendwie so durchzukommen. Wir schauen mal, wie wir das machen. Wir hoffen einfach drauf, dass es gut wird. Und ich würde sagen, ihr holt euch jetzt mal ein Teechen und dann guckt ihr mir zu, wie ich mein Abi mache oder mein Abi nicht mache. Hoffentlich mache ich's. Ah, und für mich ist das auch das erste Mal, dass ich seit, ich glaube, über einem Jahr wieder vlogge. Und wenn ihr das seht, bin ich hoffentlich schon sehr aktiv auf YouTube, weil sonst bin ich böse mir selbst gegenüber. Nehme ich euch jetzt bei allem mit. Ihr könnt mit Abiball-Kleid aussuchen, ihr könnt mit zum Abiball. Von A bis Z alles in diesem Vlog. Wir werden wahrscheinlich auch ein paar Mental Breakdowns zusammen haben. Aber all in all bin ich super gespannt, was das wird. Und ich schreibe meine erste Vor-Abi-Prüfung bzw. meine erste Klausur schon diesen Samstag. Weil wenn meine Klasse die Klausur schreibt, bin ich nicht da. Das heißt, ich schreibe diesen Samstag schon meine erste Vor-Abi bzw. eine erste Klausur im 4. Semester in Geografie. Ja, Geografie werde ich mündlich machen. Hallo ihr Süßen, ich bin gerade nach Hause gekommen. War noch ein bisschen unterwegs. Und ich werde jetzt für meine allerletzte Geoklausur jemals lernen. Das Thema ist Urbanisierung und Megastädte und so. Und ich werde mir jetzt so ein Lernzettel erstellen. Und das war es dann auch schon. Den werde ich mir heute Abend und morgen früh nochmal durchlesen. Ich darf morgen um 8.30 Uhr in die Schule fahren. Ich habe vorgestern meinen Chemietest geschrieben. Ich glaube, es war auch tatsächlich mein letzter Chemietest jemals. Ja, war auch echt nicht so gut, muss ich euch ehrlich sagen. Aber ist nicht so schlimm, ich streiche Chemie eh, deswegen hat das gar keine Relevanz für mich eigentlich. Geo mache ich allerdings mündlich, das heißt, ich muss alle Semester einbringen. Das heißt, die Klausur muss auf jeden Fall auch gut werden. Und es ist gerade 15.40 Uhr. Mal sehen, wie lange ich jetzt wirklich konzentriert arbeiten kann. Also, wir haben es jetzt 16.13 Uhr. Und ich bin wirklich fertig. Ich habe keine Lust mehr. Aber ich bin jetzt auch fertig mit meiner Übersicht. Die Seite plus so ein Arbeitsblatt, was ich eingefügt habe. Das muss ich jetzt alles lernen. Ich schreibe das immer ganz gerne einfach so dann zusammen und dann nur noch so Stichwörter und halt super viele Abkürzungen und so, weil wenn das für den Kopf anstrengender ist zu lesen, dann dann wird es leichter verinnerlicht. So, auf jeden Fall kann man sich dann Sachen besser merken. Und deswegen sind da halt super viele Abkürzungen. Das sieht halt super wenig aus. So wenig ist es aber tatsächlich gar nicht. Es waren vorher, ich glaube, knapp 14 Seiten oder 13 Seiten. Ja, das ist jetzt halt alles zusammengefasst. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe jetzt rumgelegen bis 17.05 Uhr. Jetzt werde ich erstmal noch mal alles dreimal durchlesen. Und dann werde ich nachher trotzdem noch was mit Freunden machen und so. Und einfach hoffen, dass ich morgen nicht zu müde bin, weil ich kann ja später Mittagsschlaf oder so machen. Werde ich nachher, wenn ich nach Hause komme, mein iPad ans Bett legen und dann vorm Schlafen gehen wir das auch nochmal dreimal durchlesen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh. Wir sehen uns doch noch nicht morgen wieder. Ich wollte euch noch einen kleinen Lernhack geben. Erklärt euer Wissen. Weil sobald ihr es erklären könnt, ist es einfacher, verständlicher für euch und dann könnt ihr es leichter anwenden. Weil allgemein Tests und Klausuren ist selten einfach nur gelerntes Wiederschreiben, sondern meistens erklären. Und wenn ihr es grundlegend verstanden habt, könnt ihr es einfach erklären. Deswegen sitze ich hier mit meinem dicken Dumpy auf der Couch und erkläre dem Guten gerade mal die Siedlungsgeografie, damit er das auch versteht. Er kann das bestimmt auch gleich auswendig. Hey, wow, ich sehe richtig wasted aus. Aber es ist jetzt 1.11 Uhr und ich bin gerade nach Hause gekommen. Jetzt werde ich schlafen gehen. Und dann hoffen, dass ich das morgen hinkriege. Freunde, ich habe so keine Lust. Ich bin so müde. Wow. So, Freunde. Ich bin jetzt soweit fertig. Das ist der super coole Fit. Die Schuhe wechsle ich obviously noch. Ja, einfach nur die Jogginghose. Ich bin echt müde. Ich habe so Angst. Wow, also ich bin so übelst am Zittern. Ich weiß nicht. Ich hoffe, das Bild ist trotzdem gerade.
Ich bin übelst, übelst aufgeregt. Meine größte Angst ist immer, dass ich gar nichts weiß. Also, dass ich auf diese Fragen schaue und keine einzige beantworten kann. Wird aber, denke ich, nicht passieren. Ja. Wir werden uns das jetzt mal ansehen. Ich bin echt gespannt, was es wird. Ich habe das Gefühl, ich bin ganz gut vorbereitet, obwohl ich, wie ihr gesehen habt, nicht so wirklich viel gemacht habe. Aber ich habe trotzdem ein gutes Gefühl eigentlich. Aber bin halt trotzdem so todesaufgeregt. Mein Herz ist so schnell im Schlagen. Ich bin jetzt raus aus der Klausur. Und ja, es war eigentlich ganz gut. Er hat super viel abgefragt. Das war richtig crazy. Das war echt, echt viel. Und keine Ahnung, es gab allgemein gefühlt so richtig wenig Punkte für Sachen, wo es heißt, so wir definieren Begriffe, es gibt so einen Punkt, wisst ihr? Und dann aber bei so Topo-Fragen gibt es halt auch einen Punkt und keine Ahnung, ich bin halt topografiemäßig nicht so krass. Und ich google gerade nebenbei, weil ich hatte ein Gebirge mir ein bisschen ausgedacht, so ein bisschen, und wollte jetzt mal schauen, ob es es gibt. Aber ich glaube, das ist nicht da. Oder das gibt es vielleicht auch einfach gar nicht. Doch, das gibt es. Wo ist denn das? Oh nee, das heißt aber ganz anders. Oh, das gibt's halt nicht. Oh, da wird er sich wieder übelst einen ablachen. Ich denke mir immer so eine Scheiße aus. Die Klausur war ganz okay. Wieder umsonst Angst gehabt, wie eigentlich immer, weil die Sache ist, ich finde es nicht mal so krass schlimm, wenn ich jetzt nicht, also eine so mega schlechte Note, klar, aber das war mir ja klar, dass ich die nicht kriege. Und ich weiß immer gar nicht, warum ich so krass aufgeregt bin. Ich kann es euch gar nicht erklären. Ich bin einfach nur immer super excited. Ich gehe jetzt erstmal Brötchen holen und dann werde ich frühstücken. Oh mein Gott, Auto kommt mir entgegen. Ich hasse Autofahren. Wow. Leute, meine Klausurergebnisse sind da. Ich habe noch nicht nachgeschaut. Ich schaue es gleich nach mit euch zusammen. Ja, und vielleicht steht noch eine Deutschnote drin und vielleicht eine Chemienote, das weiß ich aber nicht. Auf jeden Fall meine Geoklausur steht drin. Und ich bin super gespannt, was ich habe. 12? Bodenlos. Ich dachte ehrlich, ich bin besser, sage ich euch ehrlich. Aber egal, ich gucke mir die, ich kriege die nächste Woche ja dann zurück. Ich gucke mir das mal nochmal an. Weil 12 finde ich schon nicht so gut, sage ich ehrlich. Aber es ist okay, aber trotzdem. Ich muss halt wenigstens so, dass ich 13 stehe am Ende. Wir haben heute, by the way, for reference, den 19.01. Und ich schreibe nächste Woche Dienstag mein Englischprobe-Abi, 6 Stunden. Pff, ich bin mal echt gespannt, was das wird. Nächste Woche Montag schreibe ich meine letzte Sportklausur. Und nächste Woche Donnerstag schreibe ich einen Physiktest nach. Und das wird, glaube ich, auch bodenlos. Ich schreibe heute meine allerletzte Sportklausur. Und zwar über das Thema Gerätturnen. Genau eine Stunde schreibe ich die Klausur. Und ich habe mal wieder noch fast nichts gemacht. Ich habe zwischendurch im Unterricht mir den Heft da ab und an mal durchgelesen. Das war es aber auch, was ich bis jetzt gemacht habe. Also einfach heute den ganzen Tag, also die ersten zwei Unterrichtsblöcke, ab und an das mal wieder durchgelesen, was ich lernen muss. Und dazu wollte ich noch was erzählen. Und zwar glaube ich, voll viele, also sind einfach ja so, ja, spick halt einfach, wenn du nicht gelernt hast. Und also ich kenne auch super viele Leute, die spicken und an sich juckt mich das jetzt nicht so krass oder so. Aber ich muss dazu sagen, ich habe noch nie gespickt und ich werde auch nie spicken. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, ist mir so ein paar Hinweise ins Tafelwerk reinzuschreiben. Aber das war's auch. Und also wirklich, wo mir das Spicken versaut wurde, war absolut in der zweiten oder dritten Klasse. Da habe ich in Musik einen Test geschrieben. Und ich habe natürlich, also muss dazu sagen, dass mir Grundschule sehr, sehr leicht gefallen ist und ich eigentlich nichts wirklich machen musste. Und mein Problem mit diesem Musiktest war, ich konnte mir den Namen von dem Musiker nicht merken. Also habe ich Vollpfosten mir das in die Handinnenseite geschrieben, den Namen des Musikers. Und dann wurden wir von der, also ich und noch Freunde, wir wurden von der ganzen Klasse bloßgestellt. Und das Dümmste war, dass der Name des Musikers auch der Titel des Tests war. Das war so unnötig und das war mir so peinlich, dass ich einfach danach nie wieder gespickt habe. Und ihr müsst euch vorstellen, das Thema ist Gerätturnen. Ich habe 12 Jahre lang Gerätturnen gemacht. Eigentlich sollte es nicht so schwierig sein, aber diese Klausur ist halt so unnötig. Mit so, nicht so Wissenssachen, die relevant fürs Turnen sind, sondern eher so, nenne die koordinativen Fähigkeiten. Ippippe. Das ist halt unnötig so. Ich bin jetzt original 10 Minuten am Lernen und ich sage euch ehrlich, ich habe gar keinen Bock mehr. Keinen Bock mehr. Ich finde das alles dumm. Ich möchte mir das gar nicht merken. Wisst ihr, mein Problem ist auch, man lernt so viel Unnötiges. Ich will das gar nicht in meinem Kopf haben. Ich will mir das gar nicht auf lange Zeit merken. Deswegen fange ich auch immer so kurzfristig erst an zu lernen. Das ist eine Lüge. Das ist nicht der Grund. Ich bin einfach faul.
Aber grundlegend, da merke ich es mir nämlich nicht so langfristig. Guten Morgen. Ich fühle mich wirklich genauso fertig, wie ich aussehe. Ich verstehe nicht, warum mein Auge so angeschwollen ist. Und ich schreibe jetzt gleich mein Englisch vor Abi. Meine Sportklausur war, by the way, gestern super. Also meiner Meinung nach, ich bin mal gespannt. Aber also eigentlich war die echt richtig, richtig gut. Ja, und jetzt schreiben wir gleich mein Englisch vor Abi. Das heißt, 5 Stunden sind eingeplant. 30 Minuten Listening oder 4,5 Stunden für den Rest. Sind wir ehrlich, 4,5 Stunden kann ich mich nicht konzentrieren. Ich bin mal gespannt, wie lange ich schreiben kann. Ich bin gerade auf meinem iPad als Vorbereitung nochmal die ganzen Textformen am Anschauen, also Mediation, Comment, bla bla bla. Und gucken wir nochmal Linking Words und Linking Phrases an. So, wir sind wieder im Auto. Boah, das war sehr motiviert. Wow. Nein. So, wir sind wieder im Auto. Ich bin jetzt fertig mit der Klausur. Ich habe statt 4,5 Stunden geschrieben. Habe erstmal fast komplett eine komplette Aufgabe vergessen zu machen. Bin jetzt im Auto, habe mir Meckes geholt, weil, keine Ahnung, das war wirklich mental sehr anstrengend. Ja, ich hatte Hunger. Ich muss aber jetzt auf Toilette. Jetzt ärgere ich mich, dass ich in McDrive gefahren bin, weil eigentlich würde ich gerne kurz auf Toilette gehen. Ja, war eigentlich ganz okay. War eigentlich sogar voll okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Listening war halt wie wirklich eigentlich immer Schrott. Gestern Physiktest geschrieben. Ich melde mich gerade über random, weil ich vergessen habe, ich gestern mitzunehmen. Ich hatte das erste Mal, seitdem ich in der Oberstufe bin, 2 Tage vorher angefangen zu lernen. Also ich habe ihn am Donnerstag geschrieben und habe am Dienstag angefangen zu lernen. Das war wirklich sehr, sehr krass für mich. Und wir haben 13 Punkte geschrieben. Die Note stand nämlich heute Morgen einfach schon drin. Und ich habe 13 Punkte. Ich bin wirklich happy, weil mein Physik-LK ist wirklich, ist tough. Nächste Woche Montag schreibe ich einen Chemietest. Nächste Woche Dienstag schreibe ich noch einen Physiktest. Nächste Woche Mittwoch schreibe ich Deutsch vor Abi. Und ich glaube, das war's für nächste Woche. Dann haben wir auch erstmal Ferien, 2 Wochen. Das sind 2 Wochen Winterferien. Und die sind richtig dringend nötig, weil exhausted. Also wirklich, ich bin richtig fertig. Mir wird am Tag 100 Mal erzählt, dass ich so müde aussehe und so. Was ich auch bin, aber ich bin trotzdem sehr respektlos. Ich werde jetzt zur Schule fahren. Ich bin mal wieder viel zu spät dran. In 6 Minuten geht der Unterricht los. Ich bin gerade noch zu Hause. Ja, aber wir haben es in einer Woche erstmal geschafft und dann geht's nach Thailand. Die Urlaubsvlogs habt ihr mit Sicherheit auch schon gesehen. Wenn nicht, look them up. Die sind bestimmt super geworden. Ich schreibe heute einen Geschichtstest. Glaube ich, mein vorletzter für immer. Really nice. Ich habe aber leider auch noch nichts gemacht. Er hat eine PowerPoint online gestellt und ich habe angefangen, mir die Folien durchzulesen, hatte dann aber keine Lust mehr, werde ich jetzt gleich in der Schule noch ein paar Mal durchlesen. Ja, ich habe ein YouTube-Video geschaut von Mr. Wissen to Go. Weiß ich nicht, also klar braucht man so ein bisschen Grundwissen, das ich halt auch absolut nicht habe, aber da kann man sich immer noch ein bisschen was zusammenreiben. Keine Ahnung. Also ich denke mir da immer was aus. Das war jetzt nicht immer so mega glorreich, aber war jetzt auch nicht so mega schlecht. Deswegen passt das. Ich glänze wie eine Disco-Kugel, weil ich mir gerade Öl ins Gesicht gemacht habe. Und wir werden jetzt zusammen für Physik morgen lernen. Ja. Ich habe bei der auch den Chemietest, den ich ganz am Anfang geschrieben habe, zurückgekriegt. Da habe ich stabile 4 Punkte geschrieben. Okay. Was ich dafür mache, ist eigentlich ziemlich simpel. Ich brauche mein Tafelwerk. Tatsächlich keinen Taschenrechner. Ich werde nämlich jetzt nichts rechnen. Ich werde nur noch Sachen nachvollziehen, weil ich brauche halt nicht rechnen, also werde den Taschenrechner eingeben, das kriege ich hin. Das Problem ist bei mir halt das Verständnis. Das versuchen wir jetzt sozusagen zu verbessern. Und wenn das sitzt, also wenn ich alles verstanden habe, dann sind wir durch. Meine Art zu lernen ist halt nicht, ich lerne nicht gerne auswendig, ich verstehe einfach nur und das hat bei mir immer viel, viel besser geklappt. Also meine Noten sind sehr viel besser geworden, seitdem ich einfach für mich verstanden habe, dass mir dieses bloße Auswendiglernen halt nichts bringt. Ich habe viel weniger Lernaufwand und meine Noten sind viel besser, indem ich einfach nur versuche, die Themen zu verstehen. Die einzige Sache, die ich nicht verstehe, ist hier, es gibt so eine Reaktionsgleichung, das kennst du eigentlich nicht, dann einfach immer mit so einem Fragezeichen. Da werde ich den Lehrer oder einfach andere Leute aus meinem Kurs vorher nochmal fragen, warum das so gemacht wird. Hallo ihr Süßen, ich bin gerade von der Schule gekommen und ich weiß nicht, ob man es mir ansieht, aber ich sehe richtig fertig aus. Der Physiktest war der absolute Reinfall. Ich habe um echt noch einfach das Falsche gelernt. Ich habe mir das erst heute Morgen in der Schule angeschaut und habe es halt wirklich gar nicht verstanden. Dann ging es weiter. Ich habe ja meine Geoklausur heute zurückbekommen
und fand die Bewertung sehr, 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 sehr unfair. Also mir wurden einfach super ungerecht Punkte abgezogen und so. Und ich hatte das in der letzten Geoklausur mit ihm schon, dass er mir mega unfair einfach Punkte abgezogen hat. Das ist super ungerecht, hätte ich einfach so im Sinne von, ja, das Wort verstehe ich nicht. Und ich bin, zeige ihm in meinem Hefter, jo, wir haben uns das hier und so aufgeschrieben. Und er sagt halt so, nee, das Wort gibt's nicht. Obwohl es das Wort halt gibt. So einfach so unnötig Sachen oder auch so Topografie, dass ich ihm zwei Sachen hinschreibe, die möglich sein könnten, weil der Pfeil halt einfach undeutlich ist. Und dann schreibt er, also das eine ist richtig, das andere ist falsch, schreibt dann das Falsche falsch ran und gibt mir keinen Punkt. Einfach so richtig doofe Sachen immer, wenn ihr wisst, wie ich meine. Dann haben wir einen großen Mental Breakdown in der Schule geschoben. Also richtig blöd, also mir ging es von echt nicht so gut, weil ich das halt, ich habe gar kein Problem, wenn ich was falsch mache, dann kann ich das einsehen. Ich würde niemals irgendeinen Gezeter machen, wenn ich jetzt in diesem Physiktest oder so eine schlechte Note kriege. Aber wenn es einfach unbegründet schlecht ist, also 12 Punkte sind ja nicht schlecht, aber es sind halt meiner Meinung nach einfach 14. Guten Morgen. Und ich schreibe heute mein Deutsch-Fahr-Abi. Ich bin gar nicht so aufgeregt. Deutsch ist irgendwie immer entspannt für mich. Ich muss dazu sagen, dass ich wirklich, also wirklich sehr, 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 sehr gerne Gedichte analysiere. Und ich deswegen, glaube ich, eher heute so ein bisschen Spaß haben werde. Also das hat sich jetzt auch ein bisschen übertrieben, weil ich werde mir jetzt keinen Keks freuen. Aber an sich finde ich, ist Deutsch immer irgendwie was, das mir Spaß macht. Keine Ahnung. Ja, was man aber auch sehr gut erkennen kann, ist, dass die Woche super stressig wird, weil das will ich nämlich auch zeigen. Und dann sieht es bei mir grundlegend überall so aus. Also es ist, auf dem Tisch steht auch noch super viel Scheiße rum. Überall liegen Sachen rum. Es ist richtig schlimm. So, also, ich bin jetzt wieder im Auto. Es ist jetzt 11.02 Uhr. Und ja, wir haben 8 Uhr angefangen zu schreiben ungefähr. Und ich habe, wie gesagt, das Gedicht genommen. Das war eigentlich ganz okay, es war ein Gedichtvergleich. Ja, ich hätte, oder beziehungsweise wir hatten Zeit bis 12.45 Uhr. Wie ihr hört, war ich ein bisschen sehr viel früher da und wie ihr hört, regnet es auch. Ja, ich wusste jetzt nicht mehr, was ich schreiben soll. Ich habe meine 6 Seiten ungefähr geschrieben. Jetzt war vorbei, jetzt wusste ich nicht mehr. Aber ich bin froh, dass ich es jetzt hinter mir hatte. Ich hatte nämlich zu Hause vorhin, bevor ich los bin, habe ich noch so übelst den Aufregungsanfall gekriegt. Ich meinte ja zu euch, dass ich immer übelste Prüfungsangst habe. Und eigentlich habe ich vor Deutsch immer am wenigsten Angst. Und ich hatte auch nicht Angst, aber ich hatte so, ich war übelst zitterig und irgendwie mich hat alles voll gestört und so. Und ich war irgendwie einfach mega aufgeregt, ohne eigentlich wirklich aufgeregt zu sein. Also es war super, super komisch, das hatte ich noch nie. Guten Morgen von einer sehr zerstörten, fertigen Version von mir. Ich schreibe heute meine letzte Physikklausur. Hab gestern die Migräneanfall meines Lebens gekriegt, als ich lernen wollte, bin schlafen gegangen. Heute um 5.30 Uhr aufgestanden, um halt weiter, um halt anzufangen zu lernen. Dann ist mir aber aufgefallen, dass mein Migräneanfall nicht weg ist. Das ändert jetzt aber nichts. Das heißt, ich mache jetzt mit Migräne meinen Scheiß hier. Guckt mir gerade an, verstehe nichts mehr von dem, was ich vorher verstanden habe. Das heißt, alles, was ich im Unterricht gemacht habe und so, ergibt einfach keinen Sinn mehr für mich. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man hier was macht. Ich habe Aufgaben mit Lösungen. Keine Ahnung, wie man drauf kommt. Und werde gleich diese dumme Klausur schreiben. Ich habe die ganze Zeit leider vergessen zu filmen oder irgendwie keinen Bock gehabt und keine Ahnung was. Deswegen jetzt. Ich blende euch mal kurz meine Reaction auf meine Vorabiture ein. Ich weiß es noch nicht. Ich habe einen Punkt weniger als du. Ich habe 3. Ich habe erst mal 1 und 2. Das ist die Endnote. What? Ja, war nicht so saftig, habe ich mir alles irgendwie besser ausgemalt. In Englisch hatten wir halt jetzt noch knapp einen Lehrerwechsel gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Deswegen wusste ich halt gar nicht, was die Lehrer so erwarten, die neue Lehrerin erwartet von uns. Und deswegen war das Vorabitur schlechter als erwartet. Alle Noten danach waren jetzt aber sehr gut, deswegen bin ich fürs richtige Abi gut gestimmt, weil ich glaube, ich jetzt verstanden habe, wie sie ihre Texte so haben möchte. Kleiner Tipp für euch ans Abi, by the way, oder allgemein an, wenn ihr noch in der Schule seid, schreibt die Texte nicht so, dass sie euch gefallen. Das ist egal, das juckt niemanden.
Achtet darauf, was die Lehrer bei euch immer als Ausdruck oder Inhalt plus anstreichen und versucht das so oft wie möglich einzubauen in die Texte. Schreibt halt in dem Stil der Lehrer prinzipiell. Habe ich früher nie gemacht. Seitdem ich es mache, läuft es ein bisschen besser. Deutsch für Abi war auch enttäuschend. Mathe war halt ganz grauenvoll. Bei uns haben einige auch noch Punkte geschenkt bekommen im Leistungskurs. Ich irgendwie nicht. Ich habe nicht ganz verstanden, warum. Ich schreibe in 2 Wochen meine erste Prüfung. Und zwar, es müsste Englisch oder Deutsch sein, ich weiß nicht genau. Und dafür will ich genau gar nichts machen. Ja, die Schulmaus. Anna, ihr Süßen, wir sitzen endlich an meinem Schreibtisch. Und wir haben jede Menge Sachen vorbereitet, damit ich mich motivieren kann zu lernen. Es ist heute Montag. Ich schreibe am Mittwoch meine erste Abiturprüfung und für die werden wir heute nicht mehr was machen. Ich habe von Anfang an gesagt, wir werden hier nicht viel lernen. Ich schreibe am Mittwoch Deutsch. Ich sage euch ehrlich, Deutsch ist so ein Ding. Ist egal. Also, ich schaue mir morgen nochmal die Epochen an. Und das war's. Und jetzt bin ich gewappnet mit Tafelwerk, iPad, Taschenrechner, einem Shaken Espresso, Brown Sugar, Latte, whatever. Den wir jetzt erstmal taste testen werden. Ich habe es auf TikTok gesehen. Ich hoffe, dass es gut schmeckt. Boah, strong. Fake M&M's, habe ich jetzt nicht mehr so viel drin. So ein Brezelsnack und Mauamt. Ich habe mir schon von einer süßen Maus, die ich auf TikTok gefunden habe, Lernzettel runtergeladen. Oh Leute, einfach in 1,5 Wochen sind wir durch mit dem Bums, ne? Also mündlich, aber mündlich sage ich ehrlich, egal. Hey, ich sehe gar nicht, von wem die sind. Was ist denn das? Wie seid ihr denn irgendwo ihren Namen draufstehen? Gib mir eine Sekunde, ich finde das kurz raus, von wem ich die habe. Von Lottas Lernzettel habe ich die. Die hat dafür eigentlich alle möglichen Fächer. Wir beachten aber nicht die Pakete, das muss alles im Müll. Aber ich hatte noch keinen Bock, das runterzubringen. Ich denke, an das meiste erinnert man sich immer. Was ich nicht erinnere, schaue ich bei Daniel Jung auf YouTube nach. Ich habe, by the way, heute vor einer Woche habe ich schon mal angefangen, aber das hat leider nicht für mehr als eine halbe Stunde gereicht. Deswegen habe ich auch nicht gefilmt. Da habe ich aber Polynomdivision nochmal wiederholt. Und ich würde eigentlich mit Analysis heute gern fertig werden. Und dann nehme ich mir jeden Tag noch einmal für analytische Geometrie, einen Tag Stochastik wiederholen und dann nur noch Aufgaben rechnen. Weil ich will erst alles wiederholt haben, damit ich halt meinen Wissensstand checke, wenn ich dann Aufgaben rechne. By the way, letzte Woche Mottowoche war geil. Ich wollte das ja eigentlich für euch mitfilmen. Ich habe es ehrlich gesagt total vergessen. Ich habe aber auf TikTok den Mottowoche-Ordner, also ja, so eine, ja, man kann ja diese Sammlungen da erstellen oder whatever. Also falls euch interessiert, was meine Mottowoche-Outfits waren und Mottowoche-Themen, dann checkt den einfach aus, der ist safe noch da, da ist auch nichts anderes drin. So, ihr Süßen, ich habe gestern total vergessen, mich bei euch zu melden. Ich schreibe jetzt heute in 1 Stunde Deutsch-Abitur und habe es gestern nicht wirklich für nötig gehalten zu lernen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist mir einen Epochenzeitstrahl angeschaut, ein YouTube-Video zu den Epochen geschaut und meine alten Klausuren durchgelesen. Das kann ich euch wirklich empfehlen. Schaut einfach an, was den Lehrern soll. Also wo sie so gut oder so daneben geschrieben haben. Also was den Lehrern gefallen hat. Wo sie nichts daneben geschrieben haben. Also was sie als unwichtig erachtet haben oder einfach so als da. Und halt was nicht gut war. Und dann überlegt, wie ihr es hättet formulieren oder ändern können, damit es gut gewesen wäre. Guten Morgen. Deutsch-Abi habe ich hinter mir. War eigentlich alles cool, ich hatte den Romanauszug genommen. Hätte ich niemals gedacht, dass ich den nehme, aber dann saß ich da und dachte mir so, yo, aber nur weil du nicht dachtest, dass du es nicht nimmst, solltest du jetzt nicht so verkopft sein und es nicht nehmen. Heute schreibe ich Englisch. Für Englisch muss ich ehrlich sagen, habe ich nichts gemacht, außer ich habe gestern Abend noch einmal mein Vorabi durchgelesen. Habe ich aber total verstanden, was ihr Problem war. Also was, wie, inwiefern ich mich falsch schlecht ausgedrückt habe. Und nochmal was, was sie gut fand, einfach um zu sehen, wo sie so A+ und so ranschreibt. Damit ich sehe, welche Wörter und so sie mag. Genau, meine Eltern sind nicht da. Und ich bin ja nicht so mental stabil. An Morgenen von der Klausur. Oder von Abitur. Und deswegen habe ich jetzt ein bisschen Angst. Meine Mom ruft mich zwar gleich an. Ich hoffe, es gibt mir genug mentale Stabilität, weil ich drehe halt Real Talk durch. Und hoffen, dass ich so schnell wie möglich durch bin, Leute. Das ist mir eigentlich, also klar ist mir wichtig, was ich für eine Note bekomme. Aber vor allen Dingen will ich es einfach nur hinter mir haben. Und ich habe
unfassbar Angst vor Mathe und habe einfach irgendwie geträumt, dass heute Sonntag ist und ich nur noch 2 Tage für Mathe habe und dieser Traum hat mich müder gemacht, als ich war gestern Abend. Fingers crossed und es wird hoffentlich was. Ich mache mir jetzt mal Essen für die Schule und dann geht's los. Achso, ich schreibe Englisch, by the way, LK, Deutsch habe ich ja Grundkurs geschrieben, das heißt heute 6 Stunden. Ich werde auf jeden Fall 2 Red Bull mitnehmen und jede Menge anderes essen, weil ich muss überleben. Da bin ich wieder. Englisch war okay. Hörverstehen hätte besser, hätte schlechter sein können. War aber in Ordnung, würde ich behaupten. Morgen ist Mathe. Und ich war so gestresst mit Lernen, dass ich vergessen habe, euch mitzunehmen. Es tut mir wirklich leid. Mathe, Leute, ich habe durchgezogen. Mathe, ich habe alles gemacht. Vor 2 Wochen, den Montag, habe ich angefangen. Dann habe ich aufgehört für 1 Woche und habe ich wieder angefangen. Richtig durchgezogen habe ich jetzt die letzten 3 Tage mit heute. Ich habe wirklich viel gelernt. Ich erkläre euch jetzt wie, weil ich habe euch nicht mitgenommen. Es tut mir wirklich leid, aber ich war so gestresst damit, dass ich nichts kann, dass ich es wirklich auch vergessen habe. Und ich saß wirklich den ganzen Tag nur am Mathe machen. Vielleicht bin ich mal ins Gym gefahren, aber das war es so. Daniel Jung, Key, alles. Ich habe alles mit dem wiederholt. Dann hatte ich Lernzettel. Damit habe ich alles wiederholt und was ich nicht verstanden habe, habe ich auf Daniel Jung nachgeschaut. IQB-Aufgaben. IQB-Aufgaben, Punkt. Habe ich gerechnet, hoch und runter. Es gibt einen A0-Teil, also den ohne Hilfsmittel, hilfsmittelfreien Teil und einen normalen Teil. Ich habe alles durchgerechnet. Sowohl den Pool von diesem Jahr als auch den vom letzten Jahr. Den vom letzten Jahr, aber nur den A0-Teil mehr habe ich nicht geschafft. Also dann war wirklich Schluss bei mir. Ich hatte heute noch eine Konsultation. Einfach mit einer Mathelehrerin, nicht meiner Mathelehrerin, aber einer Mathelehrerin. Und noch einer anderen Klasse, weil wir sind halt in die Klasse mit rein. Und haben uns, konnten da nochmal Fragen stellen und so weiter. Das war auch sehr cool. Und bin jetzt nicht mega positiv gestimmt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es unterschätzt. 3 Tage waren definitiv zu wenig. Ich hätte mir locker 7 oder so nehmen sollen. Das kann ich jetzt aber nicht mehr ändern. Ich habe so viel gemacht, wie ich wirklich konnte. Ich bin so ausgelaugt, Leute. Ich kann nicht mehr. Super nice ist auch, nach Mathe-Abi geht es erstmal in Urlaub. Ich schreibe ja Mittwoch. Morgen das Abi und Donnerstag in einer Woche geht's nach Spanien. Bisschen abschalten, da freue ich mich unnormal drauf. Und dann komme ich so wieder, dass ich die Prüfungsergebnisse bekomme und die Termine für meine mündlichen Prüfungen. Update, ich bin durch. Das war jetzt eigentlich das Beste, was ich jemals geschrieben habe. Und ich kann auch nicht alle Aufgaben lösen, aber es wird eigentlich voll in Ordnung. Ich habe vorgestern meine Abi-Noten bekommen. Ich blende euch mein Video ein, als ich sie mir angeschaut habe, wie auch immer. Wir können. Okay. 1, 2, 3. Fand ich so gut, Digga. Ich hab mich verändert. Digga, ist ein Deutscher komplett hochgenommen. Ha? Ich mach Punkt hier durch. Ich lache in dem Video, ich bin gar nicht zufrieden. Ich bin super unglücklich und deswegen auch hier mein Disclaimer, macht mehr als ich, weil ihr habt ja gesehen, ich habe außer für Mathe nicht so viel gemacht. Mathe war mein schlechtestes, aber ich wurde allgemein hops genommen. Es war wirklich schlecht, also was heißt wirklich schlecht, ich habe bestanden, aber... Also die Noten haben mir halt meinen Schnitt, den ich mir jetzt über halt die letzten 2 Jahre obviously aufgebaut habe, halt komplett versaut. Jetzt müssen mich meine mündlichen Prüfungen retten. Ich habe gestern die Termine bekommen. Hier ein Video, wie meine Reaktion darauf war. Ja, super exciting. Ich bin richtig, also ich war echt sauer und traurig, weil... Ihr müsst ja bedenken, diese mündliche Prüfung müsste mich retten. Und ich habe 2 mündliche Prüfungen. Und meine Hoffnung war halt, dass ich zumindest immer 1 Woche dazwischen Zeit habe, um halt mich gut darauf vorbereiten zu können. Weil ich finde halt 2 Fächer gleichzeitig zu lernen unglaublich schwierig. Ich bin die 2. von allen, die drankommen. Was halt schon mal super crazy ist, wenn du mit niemandem vorher reden kannst. Weil meine Vorbereitungszeit beginnt halt, wenn der als erstes dran ist, sozusagen noch in der Prüfung ist. Das heißt, ich kann mit niemandem reden vorher. Was halt stressy AF ist. Also das finde ich halt gar nicht cool. Ihr könnt mir wahrscheinlich ansehen, dass es nicht so war, wie ich es erwartet habe.
Ich habe die gesamten Abi-Prüfungen immer, oh Digga, immer wieder gemerkt, dass einfach die meisten Lehrer an meiner Schule mit meiner Art nicht umgehen können. Ich bin immer respektvoll, ich bin immer freundlich und ich bin immer cool gewesen mit allen Lehrern, aus meinem Verständnis raus. Vielleicht habe ich es falsch interpretiert. Ich habe einfach bei sowohl den schriftlichen als auch jetzt meiner ersten mündlichen heute gemerkt, die machen, was sie wollen. Meine Noten haben sich alle halbiert. Das kann nicht sein, Leute. Es sind Noten, für die ich nicht gelernt habe, die doppelt so gut waren wie die, für die ich jetzt also übelst viel gelernt habe. Also diese Reli-Prüfung heute, ich war noch nie so gut auf etwas vorbereitet. Das war unglaublich. Also ich hatte so ein breites Wissen und kriege die schlechteste Note von uns allen, was einfach nicht sein kann. Nicht, weil ich sagen möchte, die anderen sind schlechter oder sonst was, aber diese Note, die ich erhalten habe, ist in keiner Art und Weise gerechtfertigt und das weiß ich ganz genau und das habe ich auch in ihrem Blick erkannt, als sie mich angegrinst hat und mir die Note gegeben hat, mit dem Wissen, okay, damit versaue ich ihr jetzt den Abischnitt, weil ich habe ihr gesagt, wenn ich keine Notenpunkte im Einserbereich bekomme, dann erreiche ich halt nicht mehr den Schnitt, den ich möchte. Und mit dem Wissen gibt sie mir genau die Punktzahl, mit der ich das unterschreite, was ich erreichen möchte. Und es nervt mich so unglaublich, weil ich immer wieder gemerkt habe, egal was ich mache, egal wie viel Mühe ich mir gebe, egal wie gut ich vorbereitet bin, die machen, was sie wollen. Und jetzt muss ich mich heute ist Donnerstag dazu, muss ich mich heute hinsetzen, mit dem Wissen, dass ich am Montag die nächste Prüfung habe, die eventuell genauso läuft, weil der Lehrer mich mal mehr, mal weniger mag. Ich weiß es nicht. Mein Schnitt, den ich mir vorher über 2 Jahre erarbeitet habe, der wird einfach hops genommen. Und dann stehe ich am Ende da mit einem Abi, das einfach nicht gerechtfertigt ist, aber ich kann nichts dagegen tun. Ich bin jetzt seit fast einer Woche schon durch mit dem Abi. Aber ich kann es nicht realisieren, deswegen habe ich diesen letzten Clip einfach nie gefilmt. Ich bin durch mit dem Abi. Ich habe verstanden. Ich habe meinen Endschnitt. Ich bin durch. Ich habe meinen Treppen hochgelaufen. In der letzten mündlichen habe ich 10 Punkte bekommen. Also genauso viel wie in meiner ersten mündlichen. Unterschied ist nur, für die zweite konnte ich wirklich nichts. Und für die erste konnte ich alles. Das hat mir wieder gezeigt, Lehrer machen, wie sie es wollen. Ich küsse aber das Herz von meinem Geolehrer. Wirklich so lieb. Er hat mir die Fragen so lieb gestellt. Ich muss auch sagen, ich habe ein relativ gutes Geo-Grundwissen. Ich kann mir mal relativ oder einiges zumindest erschließen. Aber ja, ich habe ein richtig gutes Thema gezogen. Und die Prüfung hat mir auch richtig Spaß gemacht. Deswegen. Und ich habe jetzt einen Schnitt von 2,0. Ich bin sehr happy. Ich hätte wirklich gerne 1,9 gehabt. Aber dagegen schien irgendjemand was zu haben. Aber so ist es auch okay. Ich habe jetzt 2,0. Ich bin wirklich happy. Ja, am Ende brauche ich meinen Abischnitt wahrscheinlich sowieso für nichts. Oder er ist halt nicht so relevant. Ja. Aber ihr Süßen, von mir aus dem Schnitt. Es ist jetzt nochmal 3 Monate später. Ich habe den Abiball leider nicht mitgefilmt für euch. Hier ein Bild von meinem Abiballkleid oder von mir am Abiball. Ich hatte eine super schöne Zeit. Jetzt im Nachhinein das nochmal anzuschauen, zeigt mir einfach, wie unfair Lehrer handeln. Aber nehmt euch das niemals so zu Herzen. Am Ende ist es auch ein Abitur und es ist auch nur Schule. Ich küsse euch alle, die das bis zum Ende angeschaut haben. Und wenn ihr gerade Abi macht, oder wenn ihr im nächsten Jahr ein Abi macht, gerade noch zur Schule seid, ich wünsche euch ganz viel Kraft. Ich habe euch lieb. Ihr packt das.